Hallo, und heute sind wir wieder zu zweit für euch unterwegs und Merle. Hi. Und ich zeige dir heute, wie man das Rudern mit engem Griff am Kabel richtig ausführt. Viel Spaß mit dem Video. Zunächst mal ist es wichtig, zum Start der Übung sich natürlich auf dem Sitz richtig zu positionieren. Das könnt ihr in eurer Beinlänge festmachen. Wir haben hier kein Polster für den Brustkorb. Das heißt, es ist wichtig, dass die Stabilität hier aus den Füßen kommt. Kniegelenke sind leicht gebeugt und du hast eine Spannung im Oberkörper wie auch im Unterkörper. Dann kannst du den Griff rausnehmen, Rücken die ganze Zeit gerade halten, einmal mit langen Armen starten, kannst du natürlich auch noch dein individuelles Trainingsgewicht einstellen und dann zum Körper ranziehen und langsam wieder nach vorne kommen lassen. Wichtig, die ganze Zeit kontrolliert bleiben, ein minimales Hohlkreuz und die Spannung im oberen Rücken halten. Jetzt hast du gesehen, wie das Rudern mit engem Griff am Kabel richtig funktioniert. Viel Spaß beim Nachmachen!